Willkommen zurück zu einem weiteren Part des RPG Maker VX Ace Tutorials. Und bevor ich jetzt überhaupt zum Thema komme, wollte ich nochmal sagen, dass wenn ihr jetzt in diesem Video oder in allen Folgenden auf einmal irgendwie einen Schnitt oder irgendwas auf einmal plötzlich bemerkt, das würde dann an mir liegen, weil mir nämlich aufgefallen ist, oder euch ist ja auch manchmal aufgefallen, dass, ja, dass mir das ja manchmal passiert, dass ich so um den heißen Brei rede und manchmal gar nicht zur Sache komme, deswegen das Video so unnötig in die Länge ziehe. Deswegen sind ja meine Parts auch mal so lang manchmal, obwohl wir so wenig darin machen. Und um das zu vermeiden, wollte ich jetzt da ein bisschen entgegenwirken. Ja, es ist halt eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich immer alles so extrem genau erklären will, dass es dann schon, dass ich schon später so sehr abweiche vom Thema. Und da gucke ich mal, dass es jetzt möglichst weniger wird und zur Not, wenn es doch mal wieder vorkommt, dass ich wieder zu sehr vom Thema abweiche, dann werde ich das vermutlich auch schneiden dann. Also dass man das dann nicht hört, sondern dass dann wirklich nur das Wesentliche dann auch zur Geltung kommt. Also wollte ich nur mal die Info geben. Und jetzt können wir endlich mal mit dem eigentlichen Tutorial auch anfangen. Und zwar haben wir am letzten Part ja diese Teilsets ja gemacht, die wir vom RPG Maker XP genommen haben, oder kann man auch von beliebigen anderen Teilsets nehmen. Und natürlich kann man das auch anders machen. Und was sollte das? Man kann natürlich auch direkt ein ganz eigenes Teilset machen, und das machen wir auch in diesem Part. Ich sag mal zum Beispiel, oder das kann ich euch besser hier drin zeigen. Nehmen wir jetzt mal hier unser Custom Teilset. Ich sag jetzt mal, oh, so. Mensch. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, diese Dächer hier, die wollen wir gar nicht, sondern wir wollen lieber was anderes drin haben, vom RPG Maker XP zum Beispiel, weil da sind auch meiner Meinung nach ein paar bessere Teilsets drin. Und natürlich, man kann es dann das ganze Ding jetzt rausschneiden und dann das entsprechende dann da einfügen. Nur, das ist beim VXA leider nicht so einfach, weil nämlich da eine Begrenzung ist, wie groß das Teilset nur sein kann. Und dementsprechend muss man dann da ein bisschen mehr da zusammenschneiden. Und das wollen wir in diesem Part machen. Also wir wollen nämlich das hier weghaben, zum Beispiel die Dächer oder alles, was wir nicht brauchen, diesen Steinboden. Und wir wollen es durch das hier ersetzen. Da würden wir nämlich so eine kleine Schlossmauer bauen, weil ich finde diese nämlich verdammt schön, diese Textur. Und die wollen wir dann da stattdessen dann einsetzen an dieses Dach. Und dann auch ein bisschen weniger von den Graslandschaften und das hier als Boden. Wollen wir dann alles durch das ersetzen. Natürlich, das, da denkt man natürlich, das wäre jetzt ja viel zu umständlich. Jetzt warum das kleine hier, ich kann es zwar auch mal kurz zeigen, das ist ja nur das kleine Stück hier. Warum das alles in so was Kleines schneiden, anstatt hier direkt so ein richtig großes Teilset zu nehmen, wie bei B, C, D und E, weil die haben ja etwas größere Formate als die also die A1 bis 5 Teilsets. Nur die haben einen kleinen Nachteil gegenüber den A-Teilsets. Denn man muss es so betrachten. Das haben die beim XP leider etwas besser gelöst. Deswegen sind die Teilsets auch entsprechend so zugeschnitten. Denn das hier, alles was auf A ist, ist praktisch die erste Ebene. Deswegen sieht man hier auch nur Boden, Bäume, so ein Zeug. Wände. Und von B bis E ist alles nur zweite Ebene. Alles, was da drauf kommt, zum Beispiel die Bäume, die kommen dann auf den Boden drauf. Oder hier und die Säulen, die kommen ja auch alle auf den Boden drauf. Und wenn wir das jetzt alles in so ein B- oder E- bis E-Teilset jetzt reinmachen würden, also ja, dieses hier, wenn wir das jetzt einfach benutzen würden als Teilset B zum Beispiel, dann würden wir ein Problem haben. Weil nämlich, ja, dann kommt dann irgendwas, da wird man irgendwas da drauf machen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal. Man macht jetzt hier eine Wand hin und man will jetzt ein Fenster da reinmachen. Dann wird es ein Problem geben mit der Textur. Da muss man entweder das Fenster dann so anpassen, dass es dann denselben Hintergrund der Wand hat. Und das will man sich echt nicht antun für jede einzelne Map oder für jedes einzelne Teilset. Und deswegen ist es wirklich einfacher, das dann als Teilset A5 zu nehmen. A1 bis A4 kann man auch nicht nehmen, weil man sieht hier schon, was das alles hier für Bedeutungen hat. A1 ist nur für animierte Teilsets. Das ist jetzt zum Beispiel halt für Wasser, Wasserfall, alles was Teilsets, die halt animiert sind, die sich bewegen. Das hier ist halt nur für Boden geeignet.
Aber das ist auch wieder dieser spezielle Boden, den man, der auch wieder ein ganz spezielles Format hat. Man sieht es hier. Und da muss man wirklich viel rumtricksen, um sowas erstellen zu können. Da muss ich zugeben, da hake ich selbst auch noch ein bisschen nach. Also ich versuche auch manchmal sowas noch selbst zu machen, weil das viel Arbeit wegnehmen könnte, aber ist nicht so einfach. Dann das hier sieht man halt, ist auch nur für Gebäude. Das eigentlich auch für Wände. Und nur das hier ist wie so ein normales Tileset, wo man wirklich reinmachen kann, was man will, ohne dass man jetzt da irgendwie da bestimmte Formate braucht oder so Wände oder was man wirklich nach Belieben was reinmachen will. Und deswegen werden wir jetzt ein eigenes Tileset A5 erstellen. Und dann, ja, das werden wir hier mit GIMP machen, dass ich mal wieder offen habe. Und ich habe hier auch schon mal eine kleine Vorlage genommen. Und zwar das jetzt nämlich auch vom VXLs aus dem RTP. Kennt man vielleicht sogar. Und unter Eigenschaften sieht man, die Abmessungen sind 256 mal 512. Das steht auch entsprechend in der Help-Datei. Und das heißt also, wir müssen genau das gleiche erstellen. Das kann ich wieder wegmachen. 256 mal 512. Was wir nur erstmal machen, wir machen das jetzt erstmal ganz rein. Dass wir das dann halt haben. Das Raster machen wir dann auch wieder rein, wie wir das machen. Genau, das habe ich sogar schon so eingestellt. Das haben wir ja schon im letzten Part besprochen. Und jetzt machen wir aber nochmal ein neues Fenster. Und das machen wir jetzt, wie gerade gesagt, 256 mal 512. Und na, da haben wir es. Wir können es auch von mir aus so machen, dann haben wir es dann links und rechts dann. So, dann haben wir jetzt hier noch die Ebenen. Oh, dann wechselt das auch entsprechend. Das mache ich mal in die Mitte einfach. Und ja, genau, ich sage jetzt ja zum Beispiel, oder auch hier mache ich mal kurz das Raster an, bevor ich jetzt überhaupt weitermache. Und ich fange schon wieder an abzuschweifen. Wollte ich doch nicht. Ja, auf jeden Fall, ich werde mal hier ein bisschen reinzoomen, damit man das auch besser sehen kann. Hier haben wir nämlich die Dächer zum Beispiel, die wollte ich ja drin haben, allgemein diese Wände. Deswegen nehmen wir jetzt das alles rein. Das zum Beispiel nicht, aber jetzt zum Beispiel alles, was jetzt hier mit der Wand zu tun hat. Das ist jetzt nämlich das hier. Einfach kopieren. Und was auch hier wichtig ist, einmal eine neue Ebene machen. Weil der Hintergrund, der ist jetzt weiß, aber den lasse ich mal noch zur Übersicht. Den kann man am Ende aber noch wegmachen. Muss man überhaupt, weil sonst hat man auch so ein kleines Problem, weil man will ja nicht bei jeder Grafik noch diesen weißen Rand dann haben. Und das kann man jetzt ganz einfach dann hier entsprechend reinziehen. Das ist jetzt so ein bisschen wie Tetris. Man muss jetzt nämlich sortieren, dass man so wenig Platz wie möglich verbraucht. Also wie gesagt, kann man ein bisschen mit Tetris vergleichen. Dann nehmen wir das hier noch. Zum Beispiel die beiden, die werden wir jetzt dann gar nicht kopieren, weil das eh leere Felder sind. Und ich gehe mal, zoome mal kurz ein bisschen mehr rein, damit man das dann besser auswählen kann. Und auch hier ein bisschen mehr reinzoomen. So, das ist, was man dann hier hinter. Das haben wir auch schon. Obwohl, aber zum Beispiel das hier habe ich noch nicht. Obwohl, ah doch, das haben wir. Aber das Stück hier, das fehlt noch, oder? Achso, okay, das hat jetzt irgendwie gerade zur Übersicht gefehlt. Auch das, ja, okay, das ist fast gleich, aber das kopieren wir trotzdem mal rein. Und so. Da kann man noch natürlich zur Übersicht auch noch. Und so. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, ich hasse das, wenn das manchmal so ein bisschen rumspackt. Das fand ich jetzt nicht so toll. So, okay. Ja, weil ich das nämlich gerade jetzt. Man muss einmal kurz das anklicken, damit das auch dann richtig in der Ebene drin ist. Und warum ich das mit der Ebene überhaupt gemacht habe, bin ich jetzt ja gar nicht drauf eingegangen. Also man kann das hier nämlich auch mit Ebenen alles benutzen. Und hier werde ich jetzt einmal ausschneiden und wieder das gleiche wieder einfügen. Also im Ausschneiden mit Steuerung X und dann direkt wieder Steuerung V drücken. Damit wir es wieder zur Verfügung haben. Und damit wir das jetzt PTF. So, mit Steuerung Z kann man natürlich wieder alles rückgängig machen. Und dann kann man das nämlich dann da reinschieben, weil das nämlich dann genau dazu passt, weil man jetzt das wirklich kreuz und quer jetzt alles da irgendwo platziert, dann das ist dann auch nicht so, ich sag mal, das Goldene vom Ei, weil dann will man da teilweise auch nur sinnlos rumsuchen. Und auch das verschiebe ich noch kurz nach unten. Das Raster ist aber nicht magnetisch, oder? Doch, ist es.
Dann zoome ich kurz ein bisschen mehr noch rein. Achso, und es war schon richtig ausgewählt, merke ich gerade. Ja, also ihr seht, ich drücke mal ganz schnell einmal Steuerung. Okay, ihr seht es nicht, aber ich drücke mal ganz schnell einmal Steuerung X und dann Steuerung V, damit man das wieder bewegen kann, das einzelne Stück. Und dann haben wir das jetzt eigentlich auch schon so weit. Dann wird man jetzt noch die zusätzlichen Bände noch da hinnehmen, weil man die auch noch immer mal gebrauchen kann. Zum Beispiel diese, die hat auch noch so Schatteneffekte, die ja, sind halt auch sehr schön. Und so, das ist einfach dahin. Und die passen auch jetzt direkt hier drunter noch. Und so hat man dann auch schon so eine gewisse Auswahl. Und wir haben immer noch sehr viel Platz, das ist gut. Denn je mehr Platz man sich ja spart, desto mehr kann man sich noch da reinmachen. Da kann man zum Beispiel, wenn man Lust hat, noch den Springbrunnen reinnehmen. Obwohl, nee, eine Sache muss ich aber noch dazu sagen. Zum Beispiel ist der Springbrunnen. Den würde man jetzt aber am besten auf Teilzeit B bis E hin machen. Weil das halt wieder so eine Art Objekt ist, das man auf den Boden stellt und ja nicht den Boden oder eine Wand darstellt. Sowas zum Beispiel würde auch wieder eher in Teilzeit A passen. Außer die Randstücke, die könnte man auch in Teilzeit B, also da muss man selbst so ein bisschen entscheiden. Aber Wände würde ich auf jeden Fall immer in Teilzeit A machen. A5 also am besten. Fenster auch in Teilzeit B bis E. Sonst könnte man zum Beispiel noch die Brücke oder was das ist. Oder wie man, wenn dem jetzt einfach noch die Wände mit rein. Denn wie gesagt, wenn man Platz hat, dann sollte man ihn auch nutzen. Wir können jetzt natürlich auch von einem anderen Teilset, das vielleicht so ähnlich aussieht, da kann man natürlich dann auch noch was mit benutzen. Also, wenn man hier mit Grafiken arbeitet, hat man eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten. Deswegen ist das ja auch ziemlich beliebt, ja auch mit eigenen Teilsets zu arbeiten. Genau, da haben wir jetzt auch die ganze Wand hier nochmal, die mache ich mal nach unten. Obwohl, nee, kommt von oben nach oben. Ach, was habe ich da? Von oben nach unten arbeiten wir am besten. Und ja, das Wasser würde ich jetzt nicht unbedingt reinnehmen. Sieht nicht gerade schön aus. Weil das jetzt nicht so animiert wäre. Na gut, dann könnte daraus eine Animation machen, aber das wäre jetzt nicht gerade das Leichteste. Obwohl, dann haben wir noch zum Beispiel das hier. Ja, und ich schneide das hier jetzt mal nicht, weil ich das jetzt doch mal ausführlich zeigen wollte, wie man das so macht, so ein eigenes Teilset zusammen zu basteln. Also ich jetzt selbst weiß zwar, wie das geht, aber ich hatte es jetzt noch nicht so oft nötig gehabt. Also ich war immer sehr zufrieden mit den Standard-Grafiken. Aber wenn man sowas kann, ist das doch schon praktisch auch. So, und das machen wir jetzt da oben einfach rein. Also man sollte jetzt diese Mensch. Also diese Möglichkeit schon auch nutzen. So, das dann da rein. Das mache ich einfach mal da oben rein, um wieder mehr Platz zu sparen. Dann können wir das hier zum Beispiel. Ja, sollen wir das auch noch als Boden benutzen? Das ist eigentlich ein schöner Boden. Ja, den nehmen wir auch. Deswegen würde ich sagen, kopieren wir das Ganze jetzt. Obwohl, das ist vier Felder. Ja, doch, das passt sogar ganz genau da rein. Nur eine Sache ist noch das hier. So, das kommt raus. Nur jetzt merkt man aber etwas. Und zwar, wenn jetzt, wenn ich das Teilset nämlich zum Beispiel jetzt auch auf Gras oder sowas setzt, dann ja, dann wird das verdeckt werden. Deswegen würde ich diese Eckteile lieber bei als Teilset B benutzen, weil das wirklich einfacher ist. Sonst muss man wieder den Hintergrund benutzen oder als Event sollte man das auch nicht machen, weil das wäre sonst wieder viel zu nervig. Manchmal muss man das zwar machen, aber allgemein ist das ziemlich nervig für solche Sachen immer ein eigenes Event zu machen. Oh, ups. Und deswegen werde ich das jetzt rausschneiden. Einfach auswählen und entfernen drücken. Also offscreen werde ich wohl auch nochmal ein Teilset B erstellen und dann nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Aber das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel, dass man auch sehen kann, wie man. Mensch, so. Genau, wie man so eigene Teilsets damit erstellen kann. Man kann es natürlich auch die. Ach, oder wisst ihr was? Die Treppen lässt man auch raus. Einfach alles raus. Habe noch mehr Platz. So, dass man
die dann doch noch mal da hineinsetzen kann. War das eigentlich? Ja. Achso. Ach stimmt, man kann die natürlich, man muss, ich habe mal das Werkzeug hier zum Dings zum Verschieben immer wieder ausgewählt, aber dabei kann man das automatisch machen. Bin ich auch gar nicht drauf eingegangen. Deswegen, weil dieses Rechteck ist halt immer zum Auswählen da. Also deswegen sollte auch, glaube ich, logisch sein. Ich weiß nicht, was das mal zu bedeuten hat. Aber ansonsten würde ich sagen, weil es jetzt sonst zu lange dauert, würde ich jetzt offscreen noch den Rest des Teilsets füllen. Dann werde ich noch wohl von anderen Teilsets was dann mitbenutzen. Und euch das Endergebnis dann im Maker zeigen. Obwohl, eventuell würde ich noch einmal zeigen, wie man so ein B-Teilset macht. Aber es läuft eigentlich genauso ab, nur dass man noch mehr Platz hat. Obwohl, doch, das zeige ich euch, weil man da etwas berücksichtigen muss. Also würde ich sagen, Leute, bis gleich.